Richtig ernsthaft zu schreiben habe ich tatsächlich mit Eva Gruber begonnen. Es war so, dass zuerst die Stimme da war. Also Eva Grubers Stimme habe ich als erstes gehört. Und die wurde dann immer präsenter und in die bin ich dann eingetaucht und habe die studiert. Und da war dann ganz schnell ein Gegenüber da. Das war dann ein Bruder. Und um die beiden rum hat sich dann eine Geschichte entsponnen. Und nach diese Stimmen oder diese Personen waren praktisch das Skelett des Textes und nach hat sich die Story dann mit Fleisch gefüllt. Das Motiv des unzuverlässigen Erzählers ist im anglophonen Raum sehr viel geläufiger als im deutschsprachigen. Man muss es ein bisschen als Detektivgeschichte verstehen. Die Erzählerin in meinem Roman Eva Gruber, was sie sagt, ist nicht immer für bar zu nehmen, sondern man muss hinterfragen und man muss Indizien sammeln während des Lesens. Und so kommt nach und nach einfach eine Wahrheit heraus, die unter dem Gesagten liegt, vielleicht auch unter der Lüge liegt, die unter einer psychischen Erkrankung liegt. Kirche war in meiner Kindheit auch ein Ort, an dem man tatsächlich cool sein konnte. Also es war auch cool, Ministrant zu sein. Und es war uncool, es vielleicht nicht zu schaffen, Ministrant zu sein. Und ich glaube eben in Österreich generell stärker als anderen Ländern, aber gerade eben in so einer dörflichen Gemeinschaft der 80er Jahre, wie ich es selbst erlebt habe, hat die Kirche eine ganz starke soziale Rolle gespielt. Und deswegen geht es in meinem Roman eben weniger darum, wie man gläubig ist, oder es geht mir nicht darum, Kirchenkritik zu üben, sondern es geht einfach darum, soziale Strukturen und Grenzen zu untersuchen. Ich wäre gern so cool wie Eva Gruber hin und wieder. Ich glaube, wir alle hätten gern mehr Eva Gruber-Momente in unserem Leben, dass wir irgendwie mehr Menschen die harte Kante zeigen, dass wir ganz klar Prioritäten setzen und sagen, okay, in meinem Leben spielt diese Person oder dieser Wert die größte Rolle und auf den Rest scheiße ich. Ja, ich glaube, da können wir uns alle noch was von Eva Gruber abschneiden. Andererseits, sind wir dann wieder, glaube ich, alle ganz froh, keine Eva Gruber in unserem Leben ertragen zu müssen.